Ja, herzlich willkommen bei Sommelier TV. Heute mit Daniel Rosso, ein deutscher Sommelier, der schon seit ca. 5 Jahren bei uns in Österreich ist und aktuell im Gasthof Eisvogel. Stadtgasthaus. Stadtgasthaus, wenn wir bitte korrekt haben, okay. Stadtgasthaus Eisvogel, wo es eine sehr lange Geschichte hat, aber jetzt erst vor ein paar Jahren wieder. Vor 4,5 Jahren wieder. Genau, vor 4,5 Jahren ist es wieder neu erweckt worden. Und ja, glaube ich, läuft ganz gut. Ich weiß, es schaut nicht aus. Gut. Kann man nicht klagen. Schön, dass du da bist, danke. Ja, der Weinguide ist auch wieder da. Von Medianet, Wirt und Winzer.at. Wolfgang Schmidt, Walter Dutschek haben wieder den Rotweinguide und mit den österreichischen besten Süßweinen veröffentlicht. Jetzt war die Präsentation ab sofort überall erhältlich. Um 14,90 €. Ja. Ja, was reden wir heute? Heute haben wir wieder ein spannendes Thema. Pinotage. Für mich auch, ja. Gell? Eigentlich, Pinotage ist eine Rebsorte, kennt man eigentlich nur aus Südafrika. Ist dort im Jahre 1924 in Stellenbosch gekreuzt worden, und zwar aus Pinot Noir und Chinson. Und ja, was konnte Rebsorte? Ist eigentlich eine frühreifende Rebsorte mit viel Zucker. Sie liebte eigentlich die warme, sonnige Umgebung, wie zum Beispiel in Kalifornien. Sie wird auch noch in Neuseeland angebaut. In Kanada wird sie auch umgebaut, lassen wir das nicht vergessen. Ein bisschen in Südamerika, Brasilien und Israel. Und Australien war leider ein Flop. Hat nicht funktioniert. Passt. Ja, was gibt es sonst noch eigentlich zu Rebsorten zu sagen? Genau, in Europa wird sie jetzt angebaut. In der Pfalz. Ja, in der Pfalz, in Deutschland. Genau. Was ist, wieso Pfalz? Du als Deutscher zum Glück kennst die Pfalz natürlich. Ja, die Pfalz ist das zweitgrößte Anbaugebiet in Deutschland. Ist überwiegend für Weißwein bekannt, hauptsächlich die Rieslinge. Mhm. Aber mittlerweile ist das Verhältnis ungefähr so 60-40 auch beim Rotwein. Also kriegen immer mehr Rotwein generell in der Pfalz, oder? Okay. Ist die Pfalz wirklich so sonnig für ein Pinotage? Die Pfalz ist sehr sonnig, also sehr warmes Klima, sehr trocken auch. Also ich denke, das können wir einen guten Vertreter. Mhm. Wir haben heute zwei Pinotages hier, einmal aus dem Jahre 2010 und einmal aus 2011 vom Weingut Dorst und Bietighöfer aus Landau. Und besten Dank übrigens für die edle Spende. Und ja, wir haben jetzt einmal mit dem 2011er angefangen, haben wir gesagt. Ne? Ja. Und probieren wir es einmal. In der Nase ist sehr die Frucht im Vordergrund. Schöne Frucht, ja. Kirsche. Von der Farbe eigentlich auch sehr Pinotage. Von der Farbe eigentlich typisch sein. Ja, ich finde, man hat sehr schön diese Rotbeeren, also Himbeeren, Erdbeeren, ein bisschen rote Riebesel habe ich. Aber auch so ein bisschen kräutriges, grasiges. Ein bisschen Erde ist dabei. Ja, so ein bisschen. Dieses Tonige. Das Tonige. Das ist schön eingebunden, das ist recht harmonisch. Heu, ja. Und sonst eigentlich können wir da voll anschließen, das sind diese dunklen Beeren, das ist wieder Weichselor. Das ist Schwarzbeeren oder Johannisbeeren, so in der Richtung. Ja, aber eher rote wie schwarze, finde ich. Ja, ist auch. Aber schöner Vertreter. Was würden wir dazu essen? Was würde das um die servieren? Ja, also ich würde jetzt aktuell kriegen an das Wildgerichte vielleicht, so ein bisschen was Geschmortes. Gut zu passen. Ganz, ganz klassisch. Ganz ist schon vorbei. Es fliegen immer noch ein paar Gänse rum. Ja, wenn wir schon noch was finden. Und ja, Lagerpotenzial hat er eigentlich schon noch. Ich würde ihn für die nächsten 6 Jahre. Oder? Ja, ich würde sogar 10 geben. Mhm. Und ich würde ihn auch eine Stunde vorher aufmachen, bevor ich ihn trinke. Ja, das auf alle Fälle. Wir haben jetzt einen Ofen, ich glaube 2 Stunden circa. Ja. Den können wir offen haben.
Aber der ist noch immer ein bisschen verschlossen. Immer noch sehr verschlossen. Auch jetzt schon. Aber auch im Abgang hat er für mich noch ein bisschen so grüne Gerbstoffe. Es ist noch nicht ganz harmonisch, aber es ist auf einem guten Weg. Ich denke auch. Auf einem recht sehr guten Weg für die Zukunft. Aktuell würden andere noch vom Kindsmarkt sprechen. Wird es auch sein. Und ja. Wobei jetzt auch schon ganz okay zum Trinken. Wobei aber wirklich dabei Luft braucht. Und Zeit ist halt schon ein Faktor bei meinem. Speziell bei dem, das ist jetzt 12, das ist noch ganz jung. Da merkt man schon auch. Genau. Ja. Aber muss ich sagen, bin sehr überrascht. Also ich hätte nicht gedacht, dass das so gutes Potenzial hat. Ja, was würdest du sagen im Vergleich zu klassischen Pinotage? Ich würde sagen, er ist nicht ganz so wuchtig wie die aus Südafrika. Toll. Wenn vielleicht mehr auch mehr. Die das Alter der Rebstöcke. Die sind nämlich noch ziemlich jung, was sie jetzt sowas. Aber so 5-6 Jahre sind die Weingärten erst alt, wenn wir so alles melden. Und natürlich hat er dann noch, sind jetzt gerade die ersten Pinotageträger, wo ich wirklich auch Wein machen kannst. Das wird mit der Zeit sowieso, wenn man so anschaut, in Südafrika, wo schon seit 80 Jahren, 90 Jahren schon Pinotage angebaut wird. Das ist wieder eine ganz andere Dimension. Aber es ist sehr, sehr spannend. Du kannst wirklich jeden empfehlen, sollte sich wirklich einmal anschauen. Sehr schön. Und das Schöne ist es auch vor allem für die Gastronomie, wenn du jetzt nicht unbedingt sofort verkauft, das wäre kein Problem. Ja. Aufgrund dieses Lagerpotenzials ist er für mich in der Gastronomie einfach zum Händeln. Passt. Ich finde auch, den kann man sogar offen ausstecken. Ja. Weil hält sich auch ein, zwei Tage offen. Ja, sicher, auf alle Fälle. In offenen Glasen so, ja, je nachdem 4 Euro, 4,50. Je nachdem, wo man sich befindet, natürlich. Ja. Das ist ja immer so. Bei euch in Kärnten im Mölltal natürlich 4,50. Das ist ja Wucher! In Wien nehmen wir 7,50. Mindestens. Heute bei der Nase finde ich wieder ein bisschen einen Anspruch. Ja. Also für den ganz vielen Wein würde den Wein jetzt echt nicht so stellen, für den muss gerade am Anfang sich für Wein zu interessieren. Also er ist offener, einfach schon, aber auch ein bisschen fruchtiger. Mhm. Und das, wobei 2010 ja nicht gerade als gutes Jahr von dem her, aber es ist zwischen zwei Top-Jahren liegt, also 11, 9. Mhm. In der Nase ist ein bisschen Leder, haben ja ein bisschen dabei. Bisschen mehr, genau. Dieses feuchtes Holz, aber nicht dieses negative, muffige, sondern schon... Wenn man das auch so kennt, allem Hitten, wenn es frisch geregnet hat, dieser Geruch, was dann ist, ja. Das hat ein bisschen auch den Geruch, wenn man es geregnet hat, diesen der Geruch, so. Ganz leicht. Oder halt diesen Straßengeruch, was halt ein bisschen von am besten. Ja, der. Straßensmog, hört sich so blöd an. Und dann lassen schon viel weicher, viel runder. Aber auch sehr schöne Frucht herum wieder, dass die Weichselwege sehr schön rauskommt. Ein bisschen komplexer. Ein bisschen Himbeer, ja. Das Ganze ist ein bisschen komplexer. Erinnert und ein bisschen an Rumtopf. Ja, genau, so Rumtopf. Mhm. So diese typischen Fruchtmischungen, was man in den Rumtöpfen hat. Man merkt gleich, der Wein hat einfach ein Jahr länger Zeit gehabt, sich zu entwickeln. Sind wir wieder beim Thema Zeit? Im Gaumen viel fruchtiger, viel runder. Weicher, angenehm. Sehr weicher. Also die Tannine auch sehr gut eingebunden. Viel eleganter. Man merkt sofort, wo vorher du beim 2.11 noch da unten gekratzt hast. Das kantige ein bisschen war. Ja. Es ist jetzt schon viel besser, wobei der auch noch immer zu ist. Ja. Im 2 ist das hier perfekt trinkbar. Also perfekt nicht, aber weitaus weniger aggressiv. Weil jetzt teilweise jetzt noch ein bisschen Überschatten im Abgang. Auch diese Schattenmorellen hast du sehr schön mit der Schokolade. Mhm. Aber eher dunkle Schokolade. Ja, mit hohem Kakao und Teil mit Hermann.
Der passt perfekt zur Schokolade, echt. Käse wird schwierig. Ah. Käse wird schwierig. Käse und Rotwein finde ich generell immer schwierig. Das stimmt. Also die leichten Rotweine, weil man jetzt an so einem Binotage, der schon ein bisschen mehr Kraft hat, mehr Eleganz hat, mehr Struktur hat, da jetzt einen Käse dazu empfehlen, ist ich persönlich passen. Aber wo ich mir den auch noch gut vorstellen kann, wie man es vorher gucken, zu den Wildgedichte. Was der Erfahrung vom Rotkraut, weil das schmeckt ja ein bisschen aus am Gaumen. Wenn man so Hirschrauben mit Rotkraut und Semmelknödel. Aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, wir haben jetzt zum Beispiel ein Gericht, wir haben jetzt einen Zander drauf mit scharfer Chorizo-Wurst Pak Choi dazu. Da könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Mhm. Für Fischliebhaber, die gerne auch was Rotes trinken. Das ist eine gute Alternative. Ja, bist du nicht. Wer die Weinträge verfolgt, da weiß ich, dass ich letztens Schweinerückensteak mit Riesling kombiniert habe. Passt. Das muss ich nicht mehr. Weil ich spreche auch gerne die Dinge um, die was, wie soll ich sagen, wie man es in der Schule lernt und wie die Realität ausschaut. Also sprich, was sagt die Ausbildung, die Grundausbildung für was für einen Stellenwert die hat. Und ich habe dem damals immer angesprochen, dass man gesagt hat, zu Schweinefleisch auch kein Weißwein mehr. Nein, das ist Schwachsinn. Das ist totaler Schwachsinn. Er tut sogar zu den Fischen einen Rotwein dazu, so einen Rotwein, wenn es passt, dann passt. Ich glaube, man kann ja einmal von diesen klassischen Weinstil ausnehmen, wie früher war, wie diese Schulbücher sind. Ja, früher war das Weinmachen eine ganz andere Sache. Eben. Heute ist es auch viel moderner, viel technischer der Weinbau. Die Fortschritte sind sehr, sehr schnell und spürbar. Und speziell um den Generationswechsel, was aktuell ist. Genau. Wir haben sehr viele junge Winzer, die alle in der Welt herumgereist sind, was die Eltern nicht konnten. Eben, damals war die Möglichkeit heute noch ein bisschen anders als wie heute. Ja, was sagst du als Deutscher zu deutschen Pinotage? Sehr überrascht, positiv überrascht, also gefällt mir. Ja, dann kann ich mir anschließen. Und ja. Ich muss sagen, ein richtiger Geheimtipp. Hätte ich mir nicht schwärmen lassen, dass das so gut ist. Eben. Von Leuten, Merken, Dorst und Konsorten. Ich blende euch eh mal ein, dass ihr direkt dahin kommt.